Hallo, heute habe ich für euch eine Hackreispfanne mit Möhrchen, ganz besonders für Kinder, super lecker als Tipp mal. Ihr fangt damit an, dass ihr die Möhren, ich habe eine Schale voll genommen, ich glaube das sind 500 Gramm, seht ihr ja im Hintergrund, und dass ihr die erstmal schält und Zwiebeln und Knoblauch klein schneidet. Danach müsst ihr die Möhren raspeln, das könnt ihr am einfachsten, macht ihr das in der Küchenmaschine, wenn ihr keine habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mit der Hand machen, dauert natürlich ein Momentchen länger. Aber macht's grob. Nicht so fein, sonst habt ihr Möhrensalat bis Brei. Geht natürlich im Notfall auch. Aber ihr seht's ja, ich habe diese grobe Variante genommen und dann sieht das ungefähr so aus und das hat super funktioniert. Die sind schön gegart nachher beim Kochen. Dann heizt ihr euch die Pfanne vor, gebt ein bisschen Olivenöl rein und zerhackt das Hackfleisch schon mal ganz grob. Und dann könnt ihr es schon mal mit Salz und Pfeffer kräftig würzen und dann weiter braten. Wenn das Hackfleisch jetzt fast durch ist, dann gebt ihr noch die Zwiebeln und den Knoblauch dazu. Das seht ihr daran, das Hackfleisch darf jetzt noch so ein paar rosa Stellen haben, bevor ihr Zwiebeln und Knoblauch dazu gebt und dann bratet ihr das noch restlich, bis es ganz durch ist und nichts mehr rosa ist. Dann kommt Gemüsebrühe dazu, habe ich einfach ein bisschen damit bestäubt. Ich nehme immer von Maggi Natur pur, weil die nämlich weder Geschmacksverstärker noch Hefeextrakt hat und wirklich sehr natürlich ist. Dann kommen noch die Möhrchen dazu und der Reis. Ich hatte jetzt hier zwei Beutel genommen, also 250 Gramm trockenen Reis. Ich hatte nur keinen losen da, bleibt sicher gleich. Dann gießt ihr das mit 1 Liter kochendem Wasser auf. Habe ich jetzt hier ganz schnell mit dem Wasserkocher gemacht und stellt euch natürlich eine Uhr. Ich mache das immer ein klein bisschen länger, als auf der Verpackung steht. Ja, Deckel drauf am Anfang, aber am Ende würde ich den Deckel ehrlich gesagt weglassen, weil die Flüssigkeit auch verdampfen muss. Sonst habt ihr nachher noch sehr viel Suppe, die ja nicht weggeschüttet werden soll. Seht ihr jetzt hier, da ist jetzt noch arg viel Brühe. Bevor es mit dem Anbinden weitergeht, habe ich jetzt 2 Esslöffel Kräuterfrischkäse noch untergerührt, einfach noch ein bisschen für den Geschmack und dass es so ein bisschen leicht cremig wird jetzt anstatt Sahne, das war auch so ein leichter Kräuterkäse. Dann könnt ihr jetzt die restliche Flüssigkeit, wenn ihr den Frischkäse gut untergerührt habt, könnt ihr den mit hellem Soßenbinder ein bisschen andicken, müsst ihr nicht abkippen. Macht die einfach so lange immer wieder aufkochen, bis euch die Konsistenz gefällt. Am Ende gebt ihr dann noch Petersilie dazu. Ich hatte jetzt leider nur tiefgefrorene da, schmeckt aber auch super lecker. Erst kurz vorm Anrichten, dass das noch ein bisschen auftauen kann. Und nicht mitkochen bitte, die Petersilie. Ja, und dann könnt ihr es servieren. Ich wünsche euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr es mal probiert, schreibt mir doch, wie es euch geschmeckt hat. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.